Ei, gute wie, Hofbergmann LS22, grüß euch. Und ja, ich habe hier so ein bisschen, ich habe hier mal angefangen, so ein bisschen meine Bahnen lang zu ziehen. Habe GPS jetzt eingestellt hier, dass er 0,7 Meter Arbeitsbreite und ihr seht halt, ich fahre hier immer so ein bisschen, oder naja, das war jetzt. Ich hatte hier erstmal die Kisten abgeladen. Das war jetzt nicht die letzte Bahn, die ich gefahren bin. Aber ich fahre halt natürlich dementsprechend nicht dort, wo ich wirklich rode, aber fahre halt gerade Bahnen. Das funktioniert. So, aber inzwischen können wir mal die ersten Kisten wegstellen. Deswegen mal rein hier und mal gucken, ob das mit dem hier geht. Guck mal, das packt der. Das packt der. Das ist doch hervorragend. So. Und ich werde einen Fehler nicht machen. Den habe ich auf der Zilonka mal gemacht. Da habe ich versucht, die Kisten übereinander zu stapeln. Das ging nicht wirklich gut. Deswegen werden wir hier jetzt einfach nur gucken. Ah, 4, vielleicht 5 nebeneinander und ja, 2 neben, also 5 hintereinander, 2 nebeneinander. So. Das müsste mit etwas Glück doch gehen. Das heißt, dann hätten wir 10 Paletten immer oder 10 Kisten, die wir mit einer Fuhre wegfahren. Das wäre doch schon richtig, richtig gut. So, die fahren wir jetzt auf die andere Seite. Ah, haben wir auch Glück hier, dass wir relativ gut hier rankommen. Nein, nein, nicht umfallen, nein! Ja, stell dich wieder hin. Okay, da war die Lenkung zu weit eingeknickt für das Gewicht so hoch. Da müssen wir also aufpassen, dass wir vorher erst ein bisschen immer gerade ziehen. So, aber guck mal, so sieht doch ganz gut aus. Ja, natürlich, perfekt wäre hier richtig schön Formschluss an die Bordwand vorne dran, aber ja. Perfektion gibt es woanders. So, die ersten Paletten haben wir drauf. Die fallen nicht mehr runter, weil wir den Gurt drüber haben. Sehr schön. Zwölf Kisten habe ich schon fertig. Da hinten sieht man es vielleicht so ein bisschen. Also wir haben hier ist unser Feld. Wir haben hier so in der Region haben wir noch welche stehen. Und in der letzten Folge hatten wir ja hier welche abgestellt. Aber ich muss sagen, das ist auch. Ich finde das richtig nice mit den Kisten, weil es halt natürlich, du hast so zwischendrin, das ist ja doch mit dem Roder sehr, sehr eintönig. Und so hast du aber zwischendrin einfach mal wieder was anderes zu tun. Das ist schon nice. 14% vom Auftrag sind schon erledigt. Dann wählen wir jetzt den Anhänger voll. Hey! Fährst du vielleicht auch vorwärts? Danke. Wenn wir jetzt den Anhänger dann voll machen und wegfahren, kommen ja ein paar weitere Prozent hinzu, weil wir schon Sachen abgeliefert haben. Und ja, ich bin mal gespannt. Also, ich bin auch erstaunt, dass es doch schon eine relativ hohe Prozentzahl hier jetzt ist. Weil wir ja doch eigentlich noch gar nicht so viel vom Acker haben.
Was mich aber hoffen lässt, dass wir am Ende vielleicht dann entsprechend ein gutes Stück übrig haben. Ich weiß zwar jetzt nicht oder ich wüsste nicht, wofür ich rote Beete behalten sollte. Also was übrig bleibt, werden wir wohl auch einfach komplett verkaufen. Aber ja, wenn wir da natürlich noch ein bisschen Zusatzgeld kriegen, ist mega nice. Das können wir ja gebrauchen. Gerade eben jetzt, ja gut, 12 Uhr kam jetzt wieder Geld dazu. Jetzt sieht das Konto auch schon wieder ein Stückchen besser aus. Aber ja, ihr kennt ja das Spielchen. Der Hofladen wird jetzt im Laufe des Tags immer leerer und dann kommt da immer weniger Geld dazu. Und dadurch, dass ich ja hier auch immer die Kisten kaufen muss. Ich bin mal gespannt, wenn wir abgeben, ob wir Geld für die Kisten zurückkriegen. Dann wäre es weniger schlimm. Ansonsten ist halt entsprechend doch relativ geringer Ertrag, den wir hier dann tatsächlich rausholen. Muss auch sagen, ich habe bisher noch nie mit Kisten von den Premium-Früchten einen Auftrag gemacht. Sonst hätte ich es ja vorher schon gewusst, dass man sich die Kisten da kaufen muss und dass das dann vielleicht im Geldbeutel wehtut oder nicht. So. Oh nee, guck mal, die steht noch ein bisschen weit hier hinten raus. So, so können wir sie verzurren. Hey, machen wir nur so. Der andere Gurt ist mir ein bisschen zu weit hinten. Nicht, dass der dann uns stört, wenn wir die nächste Palette draufladen. Und schon wieder sage ich zur Kiste Palette. Ich glaube, das kriege ich auch heute nicht mehr weg. Das werde ich jetzt immer sagen. Wenn da der Wurm einmal drin ist, dann bleibt das Wurmloch halt auch vorhanden. Aber ja. Ey, das finde ich aber richtig cool, dass das mit unserem Lader hier geht. So hat der wieder ein bisschen Einsatz. Wir haben ja schon rausgefunden, dass ich ihn am Kuhstall laden kann. An der Station, die ja eigentlich für das Milchshuttle ist. Das funktioniert. Und ja, da wir jetzt wissen, wie wir ihn laden können oder wo wir ihn laden können, können wir natürlich auch ordentlich Akku mal verbrauchen. So. Den Gurt. Ja, ich glaube 5 ist doch ein bisschen groß gedacht gewesen. Ich glaube, wenn wir 4 haben, da ist nur noch minimal Platz hinten. Das könnte zu wackelig werden. Wir müssen jetzt mal gucken, wenn wir die 4. hinstellen. Vielleicht gehen 5 Kisten, wenn wir wirklich Bress an Bress und vor allem bis vorne an die Bordwand dran sind. Da ja so doch hin und wieder ein bisschen Luft dazwischen ist. Könnte sein, dass wir dann eben statt 10 Paletten nur 8 drauf kriegen. Ja, hört auf zu meckern. Ich habe wieder Paletten gesagt. Ich weiß. Mensch, dass ihr da immer gleich direkt hier in die Tasten haut und meckern müsst. Das ist nicht nett. Aber ich finde den Valtra in dem Rot und vor allen Dingen mit diesem roten Streifen dann noch an der Felge, das ist... Oh. Ist schon eine geile Farbkombi. Rot-Schwarz ist sowieso... Ich glaube, Rot und Schwarz sind meine Lieblingsfarben.
Wobei Schwarz auch nur bis was wirklich Dunkles erfunden wird. So, und ja, wir haben gesehen, da war so wenig Platz hinten dran. Also wir fahren mit 8 Kisten dann weg. Dann können wir aber natürlich nichtsdestotrotz, wenn wir zurück sind, hier die anderen 4 Kisten ja auch schon mal wieder schauen, dass wir die aufladen. Dann ist schon wieder ein halber Anhänger voll. So. Und ja, dann wieder weiter roden, bis die nächsten 4 Kisten voll sind und dann kann man schon wieder eine Tour wegfahren. Also von dem her, oh, stimmt, der Roder hat da noch ein Rad. Von dem her gesehen, weiß ich gar nicht, ob ich dann tatsächlich, wie ich es ja erst gesagt habe, den Maisauftrag zwischendrin mache. Oder ob mir hier Kisten verladen dann doch als Abwechslung zwischendrin reicht. Ich das hier erst komplett durchrocke. Schauen wir mal. Aber ja, das hier ist drauf. Komm, wir fahren die nächste Kiste schon mal holen. Dann kann ich auch nochmal gucken, wie die hier hinten auf dem Weg stehen. Ob ich mit dem Traktor da vorbeidüse. Oder ob ich hier gucke, dass wir hier irgendwo drehen und den Weg wieder zurückfahren. Ich glaube, die hier, die hatte ich mitten auf dem Weg drauf, ne? Ja, die sind mitten auf dem Weg. Na, wobei, wir könnten hier so ein bisschen mit dem Traktor vorbeifahren. Da müssten wir nicht drehen, dann könnte man eine Runde machen. Oh. Nee, wir müssen hier... Ich will nicht so durch die Hecke durch. Wir schieben die ein klein Stückchen nach vorne. Komm, 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 komm. Können wir auch hier neben an dem Grünstreifen mit dem Traktor dann vorbeifahren. Ah, Mist. Gabel auseinander. Ich habe ja euch ja in einer der letzten Folgen schon erzählt, dass bei mir der Joystick an der Seitenkonsole so langsam kaputt geht mit der Z-Achse, ja. Gabel zusammen ging schnell, Gabel auseinander war jetzt auch ganz langsam, weil das auch in der Drehung drin ist. Aber naja, es ist halt so. So. Ich finde auch den Platz da hinten, wo ich den Anhänger jetzt stehen hatte, ist gar nicht so verkehrt. Ich muss ja die Kisten nicht immer so weit da hinten. Die werden wir dann halt zukünftig hier ein bisschen weiter, ein bisschen näher dran schon abstellen und dann haben wir da auch nicht so viel Fahrerei. So. Können das hier erstmal aus. Spanngurte. So. So haben wir alles an Spanngurten, was geht. Dass da ja nichts passiert. Lass auch mal gucken. Auftrag, Details an. Das ist die rote Beete. Wir müssen 138.300 wegbringen. Okay, die ersten 16.000 sind es dann schon mal.
Also ja, von dem, was wir wegbringen müssen, also so circa 5%. Ah, jetzt fahre ich doch rechts vorbei, obwohl ich eben gesagt habe, wir könnten links. Egal. So. Bin ich mal gespannt. Warte mal, wo genau müssen wir das abliefern? Steht einfach nur Landhandel. Also müssen wir beim Landhandel gucken, welcher Träger zuständig ist. Okay. Kriegen wir schon hin. Ja, und ich vermute fast, für heute wird das, also Aufnahmetag heute, wird das die letzte Aufnahme sein. Und dann kann ich hier die, ja, heute und auch die nächsten Tage abends mir mit der Mission noch ein bisschen die Zeit totschlagen. Damit ich beim nächsten Aufnahmetag dann hier ein deutliches Stück schon wieder weiter bin. Muss ich halt so zwischendrin irgendwo nochmal aufnehmen, weil bis zum nächsten Montag reicht's jetzt natürlich nicht. Aber ja. Das kümmert euch ja nicht, solange täglich eine Folge kommt, ist ja alles gut. Das sind ja meine Sorgen, wie ich das gebacken krieg, da immer was aufzunehmen. So, das frei, frei, frei. Dann auffahr. Weil vielleicht versuche ich es auch nochmal mit zwei Kisten übereinander. Oder selbst wenn es jetzt nur, wenn ich jetzt eine vierte Reihe mittig oben drauf stelle. Wobei ich glaube, dafür ist mein Lader zu klein, um da so mittig hinzukommen. Generell auch gucken, ob ich mit dem Lader, mit dem Gewicht so weit hochkomme, um noch eine weitere oben drauf zu stellen. Ich meine, dann hätten wir statt 8, hätten wir 16 Kisten, wären 32.000 Liter. Das wäre natürlich nochmal besser. Aber ja, sonst muss man halt öfter mal hier eine Tour drehen. So. Oh. Hier war irgendein Shader noch nicht ganz drin. Da hat es kurz geruggelt. Aber ja, die typischen Probleme nach dem Update. Ich war... Hier ist es nicht ein zweiter. Ich war hier die Map schon abgeflogen zwischendrin. Aber ja, habe ich scheinbar doch nicht jeden Shader erwischt. Hier müssen wir hin, hier müssen wir hin. Warte mal, kann ich mir hier... Nee, also eine Dings... Das war jetzt die Überlegung, eine Markierung zu setzen, aber die Markierung auf der Map ist eher hier oben drauf, weil es hätte ja auch sein können, dass wir es hier hinten Rüben und Kartoffellager hinbringen müssen, aber wir fahren jetzt mal hier drüber und gucken mal, ob es weggeht. Ja, geht weg und auch... Und wir kriegen auch... gut, wir kriegen das Geld für die Paletten auch wieder zurück. Ach, das ist perfekt. Gut, also müssen wir die Paletten, die immer noch Kisten sind, nur vorübergehend uns holen, kriegen hier wieder Geld zurück, hervorragend. Und damit haben wir schon 16% von der Mission. Ja, Wahnsinn. Das geht ja hier in einem Tempo voran. Das grenzt ja schon an Akkordarbeit. Aber ja. Was hatte ich gesagt? Bis mindestens 14 Uhr werde ich brauchen, bis ich die Mission fertig habe. Vergesst es, das wird länger dauern. Das wird definitiv länger dauern. Weil selbst wenn ich es jetzt schaffe, statt 8, 16 Kisten, er lernt noch, auf den Anhänger draufzustellen,
dann wird natürlich das Beladen auch noch mal deutlich länger dauern. Weil ich denke mal, gerade die zweite Kiste dann auf die erste oben drauf stellen, das wird halt ein bisschen frickeliger sein. Aber ja. Mein Versuchen kann man mal. Aber ja, da muss ich vorher roden. Jetzt haben wir ja nur 4 Kisten. Und ich würde erst die unteren 8 komplett stellen und dann gucken, ob da oben noch was drauf geht. Das wäre so meine Vorstellung, wie das klappen könnte. So. Oh, stellen wir uns so hier so wieder hin. Das passt doch. Gut. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.